Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, heute machen wir ein kleines Sparringsexperiment. Und zwar haben wir da hinten ein paar Nicht-Kampfsportler und mich, den Kampfsportler. Und wir versuchen heute, gegen wie viele unerfahrene Leute kann ich gleichzeitig Sparring machen. Ja, ich denke, das wird ein lustiges Video. Ich fühle mich langsam wieder gut. Ich will wieder ein bisschen mit Sparring loslegen. Und wie könnte man das besser eröffnen, als sich von vier Leuten gleichzeitig schlagen zu lassen, ne? Mein Name ist Tuga, ich bin 23 Jahre alt und habe noch keine Kampfsporterfahrung. Ich habe noch nie jemanden geschlagen oder geschweige denn eine Faust geschwungen. Mal gucken, wie es wird. Ich erwarte ein bisschen was zu lernen, wie Edmund boxt so ein bisschen. Das Experiment einfach, auch für mich als unerfahrener Kampfsportler, mache jetzt seit 4 Monaten Boxen ohne Kämpfe. Deswegen, ich hoffe einfach, dass ich was lernen kann. Was für einen Sport machst du eigentlich? Eigentlich spiele ich Fußball. Also mit Kampfsport habe ich nicht viel zu tun, außer halt ab und zu mal Kämpfe anschauen, aber sonst nichts damit zu tun. Servus, ich bin der Safan, bin 25 Jahre alt, habe so ein bisschen Kampfsporterfahrung. Hatte jetzt 3 Boxkämpfe, bisschen, ein paar MMA-Kämpfe und mal schauen, wie der Tag jetzt wird. Also 1 gegen 4 schon schwierig, weißt du? Ich meine, wenn die Jungs ein bisschen sportlich sind, wird es schon schwierig, aber die ersten 2, vielleicht 3 wird er schaffen, aber 4 ist schon, glaube ich, Max. Denkst du, irgendeiner gibt noch was? Nein. Hoffe ich nicht. Hoffe ich nicht. Der Mann ist schon alt. Der ist schon 2 für Chaos. Was? Wenn irgendwie was unbequem ist oder so, sagst du Bescheid, oder? Ja. Wie fühlt sich das an? Passt. Passt? Ja. Warte, ich mach zu. Wie fühlt es sich an, jetzt halt Boxhandschuhe und Kopfschutz schon zu tragen? Ungewohnt. Natürlich, wir wollen ja auch nicht, dass sich die Jungs verletzen, deswegen haben wir auf jeden Fall auch für Kopfschützer gesorgt. Die ziehen sich gleich alle schön Kopfschutz an, dass ich da auch ein bisschen draufhauen kann, ohne dass sie sich verletzen. Übrigens, das sind jetzt die neuen Ringlife Kopfschützer, die kommen bald heraus. Etwa im Oktober rum mit einer kompletten Linie Kopfschutz, Tiefschutz, Handschuhe, Schienbeinschoner, alles in diesem richtig geilen Design. rglf.com, Ringlife Fightwear. Wenn ihr irgendwas braucht, Handschuhe und alles mögliche drumherum, checkt auf jeden Fall vorbei. Unsere Kunstlederhandschuhe, 60 Euro, ist mit das beste Handschuhmodell da draußen für diese Preisklasse. Was viel besseres werdet ihr da draußen nicht finden. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir machen erstmal 1 gegen 1, dann machen wir 1 gegen 2. Vielleicht werde ich ja bei 1 gegen 2 schon ausgenockt. Wenn nicht, dann machen wir 1 gegen 3. Und wenn 1 gegen 3 geklappt hat, holen wir uns dann den Kampfsportler noch ran und dann versuchen wir 1 gegen 4. Brauchst du dich nicht zurückzuhalten, mach dein Ding. Okay. Okay, ich werde ein bisschen mich anpassen. Ja. Brauchst keine Angst vor. Okay. Okay? Ja. Hüpfer. Yay. Yeah. Oh, Beinarbeit. Er macht sogar Beinarbeit. Hüpfer. Hüpfer. Vorm Gegenwehr. Nicht zu schlagen. Wie war's für dich? Boah, brutal anstrengend. Das ist krass anstrengend. Ich hab mich überrascht gerade. Das darf man niemanden unterschätzen, ne? Das war schon mal ein Fehler. Ich dachte mir so, ja, komm, hier ein bisschen Spaß. Noch nicht richtig reingekommen. Und dann hat er mir gleich eine gute Bombe verpasst, Alter. Ist hinten fest, oder geht? Geht. Geht. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wie es ist, wenn man gegen 2 Leute gleichzeitig macht. Das war gut. Absprache auch zwischen uns ein bisschen schwierig. Aber Edmund hat es gut gemacht. Ist wirklich einfach nur anstrengend. Aber war es einfacher für dich, nicht zu treffen? Weil jetzt 2 Leute noch? Man hatte mehr Respekt, weil man wusste, er macht jetzt ein bisschen härter. Man hat es auch gleich gespürt, aber
Alles okay. Er ist alleine. Volle Männer am Käfig ist. Ihr dürft ihn gar nicht lassen. Auch wenn ihr so an ihm seid. Ihr müsst immer gemeinsam drauf gehen, okay? Und wenn er den einen schlägt, dann gehen die zwei direkt drauf, okay? Zwei ging noch. Ich bin ein bisschen konditionell natürlich auch nicht auf der Höhe. Ja, wie gesagt, ihr wisst ja, wie lange ich jetzt verletzt war und inaktiv war. Das merke ich am meisten gerade, dass die Beine da schnell schlapp machen. Aber ich denke, drei kriegt man noch hin. Ab drei. Vor allem, weil der vierte schon ein bisschen Kampfsport mehr Erfahrung hat. Ab vier wird es, glaube ich, echt fast nicht mehr möglich heute. Einer komplett los, Hände. Kopf ab! Da ist ganz Körper, Körper, Körper hier. Hey, Jungs, lass den mal. Nein, 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 nein. Weiter, weiter, weiter! Der eine war persönlich. Boah, die Linke hat gesessen. War schwerer als gedacht nochmal, fein, ne? Also drei Leute, ich dachte, es geht einfach. Aber wenn da die Schläge kommen, die harten Schläge, boah, scheppert schon, ja. Und wir haben auch ein paar Treffer gelandet, glaube ich. Aber er fällt nicht. Harter Brocken. Also die zwei Jungs haben den ja echt ordentlich bearbeitet da. Irgendwie, ich weiß nicht, das sah echt schon hart aus für ihn. Dann wollte ich nicht auch voll draufballern. Außerdem die Schläge, die dann von ihm gekommen sind, um sich zu wehren, die waren nochmal ein anderes Kaliber. Also echt krass auch, was der einstecken kann. Sehr anstrengend, für die Beine besonders, ja. Ich habe mich absichtlich in die Ecke gestellt, weil kein Weg nach hinten, ich kann nicht stolpern. Auch für Streetfights, keiner kommt von hinten, haut dir von hinten irgendeine gegen den Kopf. Das ist so ein Türsteher-Ding, wenn du gegen mehrere Leute gekämpft hast, dann immer mit dem Rücken zur Wand, dass keiner von hinten kommen kann. Und dann gibt es nur einen Weg voraus, stehen und ballern, mehr ist es nicht. Aus Erfahrung kann ich sagen, so in einem Straßenkampf ist es deutlich einfacher als hier gerade, weil die sind vorbereitet, ne? Die wissen schon, was sie erwartet, die koordinieren sich ein bisschen. Wenn man das auf der Straße macht, so in solchen Situationen, ist Überraschungsmoment A und O. Wenn da zwei, drei, vier Jungs vor dir stehen, den ersten zwei musst du einfach so hart unerwartet einen reinbrettern, dass sie schon zusammenklappen, möglichst. Und dann hast du hoffentlich nur so zwei Leute vor dir. So ist ein bisschen anders die Ausgangslage, aber macht trotzdem Spaß. Wie wollt ihr jetzt zu viert gegen ihn vorgehen? Ehrlich gesagt will ich ein bisschen nach vorne gehen und schauen halt erstmal, wie es ist. Ich will mal ein eigenes Bild machen und dann schauen wir mal. Ich bin ja der Ersatz eigentlich. Ich habe ihn zurückgezahlt. Okay, und haben deine Tipps geholfen, ja? Respekt an Edmund, dass es ausgehalten. Der wollte gegen fünf Leute machen erstmal. Das muss man auf jeden Fall wiederholen. Ein fitter Edmund gegen fünf Leute wird bestimmt korrekt. Irgendwann war ich einfach zu müde, sage ich euch ganz ehrlich. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist echt eine Maschine. Da hat starke Hände, muss man schon sagen. Decken und Ausweichen, Maschine.
hat immer stark geantwortet. Sehr gut. Am Anfang dachte ich mir, komm, ich gehe mal an die Wand, an die offene Wand. Aber da war gar nicht gut. Da sind die wirklich rechts, links, vorne, vorne gekommen. Da habe ich direkt wieder gemerkt, okay, scheiße, ich muss schnell wieder in die Ecke. Weil da behindern die sich selbst ein bisschen gegenseitig. Ganz klar, Challenge gegen 4 Leute gescheitert. Ich würde mal sagen, ich trainiere noch mal wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Vollgas, mach mich fit und dann machen wir Rematch. Wie ihr es gesehen habt, ich habe ein Sparring gegen 4 Leute ausgehalten. Mein Schädel hat mitgemacht, meine Bandscheibenverletzung ist wieder Daumen hoch. Jetzt geht es wieder los mit regelmäßigen Sparring-Videos und darauf freue ich mich drauf. So, ich trinke jetzt noch mal kurz mein Isoclear, damit meine Muskulatur besser regeneriert. Ringlife ist der Rabattcode. Ihr wisst, bester Rabatt bei ISN. Tippt es ein und ihr bekommt maximalen Rabatt. Das war's. Danke fürs Zusehen, Freunde. Und wir sehen uns.